Hallihallo, ich bin startklar. Ihr eventuell auch schon. Wir wollen um 20 Uhr loslegen mit Anno 1800 mit unserem Preview-Live-Let's Play von Botanica, dem kommenden neuen DLC, der eigentlich erst am 10. September erscheint. Wenn ihr möchtet, könnt ihr ihn euch mit mir gemeinsam vorab schon mal anschauen und gemeinsam streamen. Bei mir auf YouTube, bei Writing Bull, Spezialist für Previews von Aufbauspielen, Aufbaustrategiespielen und Strategiespielen. Bei mir auf YouTube oder auch parallel auf Twitch und letzteres wäre vielleicht sogar meine Empfehlung für die Streams, die heute am Freitag, am Samstag und am Sonntag immer um 20 Uhr beginnen und bis mindestens 24 Uhr dauern. Denn auf Twitch habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr euren Twitch-Account und euren Uplay-Account miteinander verknüpft, auf eine bestimmte Art und Weise, dann könnt ihr durch das Zuschauen beim Stream und bitte auch beim fleißigen Mitchatten, das ist kein Muss, aber ich fände das sehr, sehr reizend, dann könnt ihr Ingame-Ornamente freischalten, die ihr dauerhaft dann Ingame benutzen könnt, wenn ihr selber Anno 1800 zockt. Das sind, wenn man mindestens eine Stunde am Stück zugeschaut hat, sind das so große Standarten, die man als Zierobjekte in seiner Stadt platzieren kann. Oder wenn man mindestens drei Stunden zugeschaut hat, dann sind das Werbetafeln, auf denen steht drauf Botanica und die kann man auch in seiner Stadt überall platzieren. Wie das genau technisch läuft, wenn ihr bei mir auf den Twitch-Kanal mal schaut, findet ihr links unterhalb des Bildes, wo ich gleich streamen werde, da ist ein Link, der führt euch auf ein Thread in meinem Community-Forum, community.writingbull.de, und dort hat Michael, danke an Michael, genauestens erklärt, wie das funktioniert, wie man solche Twitch-Drops bekommt, wie man die verschiedenen Accounts miteinander technisch verknüpft. Ich zeige euch Botanica und auch das neue große Update auf die Version 5 von Anno 1800, auch in diesem Preview-Let's Play mit enthalten. Wir können aus einem alten Save-Game heraus das Spiel starten und dann fortsetzen. Das ist der Spielstand, den wir zusammen schon bei so vielen Livestreams gemeinsam gebaut haben. Den können wir dann gleich fortsetzen und die neuen Sachen erkunden, den neuen Content. Denn da wäre den Botanischen Garten, den man jetzt auch bauen kann in seinen Städten, nicht nur zoologische Gärten und Museen, sondern auch aus verschiedenen Modulen zusammengesetzt, einen botanischen Garten. Da kann man Items, Pflanzen reinsetzen, die man zum Beispiel durch Expeditionen bekommt. Ein Musikpavillon können wir ebenfalls bauen, dort oder an einem anderen Platz in unseren Städten. Neue Ornamente gibt es ebenfalls. Den Tag- und Nachtwechsel können wir gemeinsam erleben, den das neue Update bringt. Freue ich mich total drauf. Wir können Schiffe ab jetzt auch begleiten lassen durch militärische Eskortschiffe über den Ozean hinweg von der alten in die neue Welt oder wohin auch immer. Und Balancing-Änderung und so weiter und so fort. Schauen wir uns alles an ab 20 Uhr heute bei mir auf YouTube und halt auf Twitch. Freue mich auf euch, wird garantiert ganz, ganz zauberhaft. Wir sehen uns heute, morgen, übermorgen immer ab 20 Uhr. Bis dann.